wir denn jetzt weiter an die Berge hochkommen? Es ist viel zu stürmisch für Toms Helikopter. Ich rufe in der Wache an. Es gibt nur ein Gerät, das stark genug ist, um das zu schaffen. Wird uns hier noch jemand finden, Opa? Keine Sorge, James. Es kommt sicher bald jemand und rettet uns. Okay, Phönix. Du schaffst das. Ganz vorsichtig. Schon, Phönix. Schnell weg hier. Ja! Aufpassen, es geht los. So lassen, Penny. Saturn kann jetzt losfliegen, Sam. Und ich werde jetzt losgehen in die Berge. Komm, Sam. Saturn hat mit seiner Wärmebildkamera Menschen entdeckt. Direkt vor dir, over. Verstanden, Elvis. Da ist Onkel Sam. Kommen, Elvis. Ich habe sie gefunden und bringe sie runter. Verstanden, Sam. Wir brauchen Saturn nicht mehr. Hey, ich bin Feuerwehrmann Sam. Ist vielleicht deine Kurbelwelle am Knirschen? Oder ist vielleicht der Vergaser ganz verstopft? Tja, dann brauchst du nicht länger zu suchen. Oh, keine Sorge, das habe ich in 0, nicht so... Los, bring dein Auto zu Joe Sparks Werkstatt. Ein Anruf genügt. Und es wird Zeit, euch mal die Fahrzeuge der Pontypandy Feuerwache vorzustellen. Jupiter. Jupiter ist unser größtes und berühmtestes Löschfahrzeug, das genauso wichtig ist wie wir Feuerwehrleute. Arnold, erzähl uns noch mehr über Jupiter. Jupiter ist durchschnittlich 90 Stundenkilometer schnell. Aber wenn es bei Notfällen drauf ankommt, schaffen wir mit Jupiter bis zu 120 Stundenkilometer. Das Fahrzeug wiegt 15 Tonnen, wenn die Wassertanks voll sind. Das ist so schwer wie 3 ausgewachsene Elefanten. Um das zu bewegen, hat Jupiter einen extra starken Motor mit 200 PS. Jupiter hat mehrere Anschlüsse für Feuerwehrschläuche und kann auch Brände mit einem Wasserwerfer von der Teleskopplattform aus bekämpfen. Durch die großen Wassertanks und die Hochdruckpumpen lassen sich selbst große Brände schnell bekämpfen. Aber manchmal ist Wasser gar nicht das Richtige, um ein Feuer zu löschen. Sehr richtig, Arnold. Wenn wir es mit brennendem Öl oder anderen brennenden Flüssigkeiten zu tun haben, dann brauchen wir Löschschaum. Aber Jupiter ist nicht nur ganz groß bei der Brandbekämpfung. Er kann uns auch bei anderen Rettungsaktionen helfen. Die Teleskopplattform lässt sich haushoch ausfahren, um Menschen und Tiere zu retten. Hallo, Watschelpinguin. Und im Wagen befinden sich noch jede Menge anderer Werkzeuge, selbst für die unmöglichsten Notfälle. Danke, Arnold. Und darum ist Jupiter so ein unverzichtbares Mitglied unseres Teams. Kommt bald wieder, dann werde ich euch die anderen Fahrzeuge der Pontypandy Feuerwehr vorstellen. Wow! Mandy kann aber wirklich gut segeln. Was macht ihr denn da? Mandy trainiert gerade für ihren Segelschein, Norman. Oh, hey, da kommt sie, Leute! Wirklich gut gemacht, Mandy. Ich glaube, du bist jetzt bereit, auch mal alleine rauszufahren. Oh, du meinst so ganz ohne jede Begleitung? Ja, genau. Du musst nur beherzigen, was du schon so oft von mir gehört hast. Bewahr nur schön einen kühlen Kopf und dann wird auch alles gut. Keine Sorge, Charlie, das kriege ich schon hin.
Penny? Oh, hi, Sam. Ich habe den Anlasser von Jupiter hier repariert. Na, das passt ja. Denn hier möchte jemand lernen, wie man unsere Feuerwehrautos repariert. Hi, Penny. Elvis, prima. Es gibt hier ständig was zu reparieren. Die Elektronik, die Hydraulik, Verteilerkappen. Oh, verflixt. Reparaturen scheinen kompliziert zu sein. Keine Sorge, Elvis. Penny bringt dir alles bei, was man dazu wissen sollte. Wir fangen mit etwas Einfachem an. Kannst du die Batterien im Radio wechseln? Aber klar kann ich das. Oh, tja, ich bin wohl ein wenig nervös. Ich habe bisher noch nicht allzu viele Dinge repariert. Ah, Elvis, nicht so schnell, du solltest nicht hektisch werden. Nicht vergessen, die wichtigsten Eigenschaften eines Feuerwehrmanns sind Ruhe und Gelassenheit. Du hast recht, Sam. Ruhe und Gelassenheit. Was soll denn dieser fürchterliche... Penny bringt mir gerade bei, wie man Dinge repariert. Wie wär's, Quidlington, wenn du diese Reparaturen oder wie immer du das nennen willst, sonst wo erledigst? Penny... Wie wäre es, wenn du mit Elvis runter zum Dock gehst und ihm zeigst, wie man Neptun repariert? Gute Idee, Sam. Und pass gut auf dich auf, Mandy. Und vergiss nicht, was Charlie dir alles gezeigt hat, ja? Lass dich noch mal drücken, mein Kind. Mom, ich fahre doch nur bis zum Leuchtturm da raus. Viel Glück, Mandy. Komm, komm gesund wieder, Mandy. Wir werden dich auch anfeuern. Na schön, Mandy, also... Was hab ich dir beigebracht? Niemals so weit rausfahren, dass ich das Ufer nicht mehr sehen kann. Und gut aufpassen. Auf Windböen achten und auf gefährliche Dinge, die vielleicht im Wasser herumtreiben könnten. Ganz besonders Treibholz. Sehr gut. Dann kann's ja losgehen, Captain Mandy. Hurra! Ja! Ja! Bitte fahren! Toll macht sie das! Vielleicht bin ich ja einfach nicht sehr geschickt, wenn es ums Reparieren geht, Penny. Auf der Feuerwache lief es ja nicht so gut. Wenn du dran denkst, was Sam gesagt hat und Ruhe bewahrst, dann wird es ganz sicher klappen, Elvis. Okay, Penny. Ich versuch's. Hallo? Quidlington, wo steckst du? Wir brauchen dich beim Kontrollieren der Ausrüstung. Und außerdem fehlen hier einige Ausrüstungsgegenstände. Wissen Sie, die habe ich mir... geliehen. Ich bin im Kabeljau-Café. Bis nachher, Sir. Was kann er denn mit einer Wärmekamera, einem Megafon und einer Glasfaserkamera in einem Café wollen? Oh. Quidlington? Oh, hallo, Hauptfeuerwehrmann Steele. Hallo, Sam. Sieht ziemlich schlimm aus hier. Mein Café ist ja völlig auf den Kopf gestellt. Und wir haben Norris leider immer noch nicht gefunden. Wie war das? Was nicht gefunden? Feuerwehrmann Quidlington! Hauptfeuerwehrmann Meerschweinchen! Ich meine Hauptfeuerwehrmann Steele! Wir suchen einen Hauptfeuerwehrmann! Ich meine ein Meerschweinchen! Was redest du da? Um ein Meerschweinchen zu retten, braucht man doch nicht all diese Ausrüstungsgegenstände! Oje! Für diese Aufgabe benötigt ein Feuerwehrmann nur eins und das hole ich jetzt sofort! Ich helfe dir beim Aufräumen, Elvis. Zuerst die Kühltruhe. Ist gut. Komm jetzt, Elvis. Sonnenblumenkerne. Meerschweinchen sind ganz wild drauf. Die werde ich jetzt auf dem Fußboden verstreuen und dann wird das kleine Tierchen aus seinem Versteck kommen und sie fressen. Oh ja, ich wette, Norris liebt Sonnenblumenkerne. Norris? Das ist mein Name. Was? Ach, was soll's. Zurück zu den Kernen. Ich streue sie jetzt auf den Boden. Oh, da ist es ja. Und ich habe die Kerne noch nicht mal verteilt. Nein, Sir. Ich glaube, das Meerschweinchen hat Angst. Da. Der Keller. Da unten brennt's. Ich rufe Penny. Und jetzt alle schnell raus aus dem Café. Ein Feuer im Kabeljau-Café. Oh, und ein Meerschweinchen ist dort auch verschwunden. Wir holen dich da raus, Norris. Norris? Wieso verwenden eigentlich alle ständig meinen Namen? Das Meerschweinchen muss gerettet werden, nicht ich. Ah. Jetzt wird die Ausrüstung mal richtig verwendet, Elvis. Zuerst muss der Brandherd gefunden werden. Da! Ich schaffe es nicht allein, Penny. Wie diese Kisten wohl Feuer gefangen haben, Sam.
Gut. Schalt jetzt bitte die Stromversorgung aus. Strom ausgeschaltet.